Hallo, liebe Camper, einen wunderschönen guten Morgen aus Dinkelsbühl. Hier sehen wir einen kleinen Werkstattauftrag. Da sieht man schon, so schaut es auch bei uns immer aus. Hier sind die ganzen Positionen, die hier verbaut waren, bestimmte Dinge, die wir noch beachten müssen und so weiter. Das ist unser Werkstattauftrag und um was es hier geht, bei dem schicken Fahrzeug, einem Weinsberg, nehme ich euch hier gleich mal mit. Und zwar, wenn wir jetzt mal hier runter schauen, sehen wir schon, was wir hier alles liegen haben. Hier haben wir einmal eine Rückfahrkamera von der Firma Alpine. Und hier haben wir den INE F904DC. Ein Alpine-Navigationsgerät mit Digitalradio und so weiter. Ein echt tolles Teil. Das verbauen wir hier. Dann sehen wir hier eine Liontron 200 Amperestunden mit einem Büttner Wechselrichter 1500 Watt und einer Netzvorrangschaltung. Und hier sehen wir dann noch die Solaranlage von der Firma Büttner. Ja, warum nehme ich die Firma Büttner da sehr gern oder warum verbaue ich die sehr gern? Die Firma Büttner hat natürlich den Vorteil oder beziehungsweise hat die Eigenheit, ich habe hier mal eine stehen, die Blackline. Die arbeitet bei der Blackline mit 72 Zellen. Und die 72 Zellen sorgen dafür, dass die Grundspannung von der Büttnerplatte auch bei diffusem Licht und bei bewölktem Himmel noch etliches an Energie rauszieht. Und die Blackline ist für mich eigentlich die ideale Allround-Platte. Also egal, wo man hinfährt, ob man mal in den Süden fährt, mal in den Norden fährt, hier in Deutschland, wo das Wetter ja eh immer ein bisschen durchwachsen ist, mit viel Bewölkung und mal Sonne, mal Wolken, da finde ich die Blackline einfach perfekt. Also ich habe die auf mein Fahrzeug und bin mega zufrieden. Also die liefert wirklich tolle Energie zurück und das ist der Grund, warum wir die hauptsächlich oder sehr oft mit verbauen. Und die 72 Zellen sind natürlich schon begründet und man sieht natürlich auch hier die Bestmarke, die ganzen Preise, wo sie immer ihren ersten Platz belegen mit der Platte. Also ist eine tolle Geschichte. Die haben natürlich auch noch verschiedene Platten, wo sie anbieten, ob das die Powerline ist oder die CSI-Line, aber da kommt es immer darauf an, in was für Gegenden das man Urlaub macht. Dementsprechend muss man halt die richtige Platte für die richtige Anwendung finden. Nur ich finde also die Büttner 72 Zellen Powerline, Blackline, echt toll. Und natürlich ist das auch schon mal eine Aussage, ne? Eine Leistungsgarantie auf 25 Jahre ist natürlich schon eine tolle Sache. Und Verklebung und Haftung TÜV geprüft und auch freigegeben. Auch das ist immer so ein Thema, wo man halt einfach sagt, hier ist man auf der sicheren Seite, hier wurde investiert, hier wurde geprüft und somit kann man mit Sicherheit sagen, dass das Thema auch wirklich rund ist. Und wenn ich euch jetzt hier mal mitnehme, jetzt schauen wir hier mal so einen Spoiler an, wo wir hier verbauen. Das sind natürlich schon Mods-Apparate. Ne? Also allein schon von der Materialstärke her ist das Wahnsinn. Dann auch von den Fixierungspunkten, die wird hier viermal sauber verschraubt in dem Rahmen, sodass man die natürlich jederzeit austauschen kann. Hier haben wir eine schöne breite Aufnahmefläche, wo verklebt wird. Diese Flächen hier werden alle angeschliffen, werden sauber gereinigt, dann eingepreimert. Natürlich auch das Dach dementsprechend vorbereitet und dann setzt man die auf. Die sind absolut UV-beständig. Ich meine, bei dem starken Material, da bricht nichts, da passiert nichts. Das ist einfach bombenfest. Also die Dinger, die sind unkaputtbar und ich glaube, die überleben mich, meine Kinder und meine Enkelkinder. Die sind echt klasse. Also die verbauen wir sehr gern. Das ist das Gleiche bei den Dachdurchführungen von der Firma. Oh, die sind phänomenal, die habe ich ja schon mal gezeigt in einem Film, in einem Video und da sind wir einfach echt überzeugt, weil ich halt einfach sage, wir wollen ein bisschen Qualität, nicht ein bisschen Qualität, wir stehen auf Qualität, das sind alles Lebensträume und darum muss man da dementsprechend auch anständig hier Sachen verbauen. Hier haben wir einen reinen Sinuswechsler, ist ein schlichter
Wechselarbeit zu 99% ist das ein Wechsler, der eigentlich ausreicht. Der kann alles, der ist perfekt. Also das muss ich wirklich sagen, das ist ein super Gerät. Genauso haben wir natürlich hier die Netzumschaltung von der Firma Büttner, weil man da auch sehr überzeugt ist. Die funktioniert einfach, die macht ihr Geschäft astrein. Man klemmt die sauber an, weil der Wechselrichter hat jetzt keine integrierte Netzvorrangschaltung. Dann machen wir die halt separat. Ich muss sagen, allein für die Anklemmung, ich mag das, wenn es separat ist. Da bin ich ein bisschen freier von der Klemmsituation her oder von der Verbauungssituation her. Also muss ich wirklich sagen, also ist eine ganz tolle Geschichte. Dann haben wir hier natürlich unsere Liontron-Akkus, 200 Amperestunden. Jetzt in dem Zusammenspiel, ich meine, die Akkus haben eine Dauerstromentnahme von 150 Ampere. Ich bin der Meinung, das reicht 100 Mal aus, gerade wenn ich einen 1500 Watt Wechselrichter habe. Also ich werde es nie schaffen, mit einem 1500 Watt Wechselrichter hier 150 Ampere dauermäßig zu entziehen. Also das ist vollkommen ausreichend und dennoch kann ich mit dem Wechselrichter alles betreiben. Von der Kaffeemaschine bis hin zu E-Bikes laden, Föhn, alles funktioniert. Aber natürlich nicht gleichzeitig, aber das, glaube ich, ist in so einem Van auch nicht wirklich das große Thema. So, jetzt zeige ich euch kurz die Einbausituation, wo wir das Ganze hinbauen. Klar, Solaranlage kommt natürlich oben rein aufs Dach. Dann haben wir das Fahrzeug hier, haben wir einen normalen Radio dran. Da kommt natürlich jetzt unser Alpine-Gerät rein. Und dann haben wir hier eine super schöne Einbausituation. Ich nehme euch einmal kurz mit nach hinten. Hier haben wir nämlich die Einbausituation, das heißt, hier oben ist der Schaut-Ladebooster verbaut. Den werden wir austauschen. Hier kommt ein anderer Ladebooster rein, ein 50 Ampere Ladebooster, weil der Schaut macht nur 25. Wobei, ja, ich immer der Meinung bin, gut, also 50 ist schon so eine Sache, also es ist die absolute Obergrenze, finde ich. Weil ich muss auch dem beipflichten, wie auch der WCS, der Götz aus Goch immer so schön sagt, man muss ein bisschen die Lichtmaschine immer im Auge behalten. Da hat er vollkommen recht, man kann die Lichtmaschine mit so einem Ladebooster dann ganz schnell zum Knacken bringen, weil die Überlastung dann schon extrem ist. Ich meine, wir müssen uns vorstellen, 50 Ampere oder 60, 70 Ampere, wenn da jemand kommt, sagt, ich will dann 80 Ampere Ladebooster, gibt es ja alles auf dem Markt. Und wenn man das natürlich aus so einer Lichtmaschine alles rauszieht, zusätzlich dem Motor und nachts natürlich zusätzlich von dementsprechend Lichtern und Fernlicht und Nebellicht und was nicht alles nur dazukommt in den ganzen elektronischen Themen, was das Fahrzeug als solches verbraucht, dann muss die Lichtmaschine schon echt ackern. Und ob das dann auf Dauer gut geht, wage ich mal so zu bezweifeln. Also das ist dann schon so ein Thema, wo dann echt viele Lichtmaschinen die Grätsche machen. Aber da kommt ja bald was von der Firma WCS und die entwickeln ja gerade einen Hightech-Ladebooster, der nicht nur phänomenal ist, sondern echt ein riesen Alleinstellungsmerkmal auf dem Markt hat. Und da sind wir auch schon alle ganz gespannt, wie die Thematik oder wann die Thematik kommt. Und da sind wir wirklich richtig gespannt drauf. Ja, das ist hier die Einbausituation, relativ simpel. Hier haben wir das Ladegerät, hier haben wir die 12-Volt-Verteilung, die 220-Volt-Verteilung und hier natürlich den Ladebooster, gerade schon erwähnt. Und hier unten haben wir die schicke Batterie, da ist genug Platz, da können wir die 200 Liontron gut einbauen und ja, dann ist das im Prinzip schon alles hier gesetzt. Hier oben in dem Fach, wups, kommt nur eine Steckdose rein, weil der Kunde hier nur eine 230 Volt Steckdose benötigt und für bestimmte Geräte, wo er nachts braucht, wunderbar, das wird hier dann verbaut, das ist perfekt. Ja, und ansonsten ist das ein wunderschönes Fahrzeug und ich muss sagen, da freuen wir uns schon drauf. Und unser Hof steht auch wieder voll. Da haben wir dann noch ein paar andere Projekte. Das zeige ich euch dann in einem separaten Video. Ich
teaser das euch mal ganz kurz an. Wenn wir mal hier rausgucken, hier steht meiner, hier steht der wunderschöne Detlefs, den haben wir ja auch schon mal dran gehabt. Genau, und da hinten haben wir noch einen Karthago stehen, der kommt auch bald dran, der kriegt auch einiges, aber das zeige ich euch in einem nächsten Video. Und dann haben wir noch einen Wohnwagen da stehen, da nehme ich euch auch mit. Also nicht den, den ihr da gerade im Bild habt. Da müssen wir eine Achse tauschen bzw. die Achse reparieren, weil die ist gummigelagert und defekt. Aber wir haben unten auf unserem Platz nochmal einen Wohnwagen stehen. Da werden wir eine Tür einbauen, eine Zwischentür. Also wir haben gut zu tun und da sind wir wirklich glücklich drüber. In dem Sinn hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Und über ein Like freue ich mich. Und ich nehme euch wieder mit, wenn das Fahrzeug zwischendrin verbaut wird und wenn es fertig ist, dann machen wir immer Zwischenvideos. Ja, und über ein Abo freue ich mich natürlich auch riesig und ich hoffe, es ist ein bisschen interessant für euch. Wir wollen unsere Qualität darstellen, wir wollen uns darstellen und vielleicht kann sich der ein oder andere auch Anregungen und Tipps dabei rausziehen. Würde mich jedenfalls freuen, wenn er auch was wenn was Nützliches dabei rumkommt. In dem Sinn, euch noch einen wunderschönen Tag. Heute scheint die Sonne, traumhaft schön und ups, wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.